Ja, in der letzten Folge hatten wir ja gesehen, wir mussten diese Schule oder diese Schule war bei den Altären verzeichnet und genau dahin gehen wir jetzt und werden da mal weiter untersuchen, in bester Detective-Manier schon fast. Also man könnte schon fast sagen, Mafia ist hier ein Polizeispiel, ein Detektivspiel geworden, aber natürlich Quatsch. Trotzdem bin ich gespannt, was da in der Schule denn auf uns wartet. Gerade dieses DLC finde ich im Vergleich zum Vorgänger wieder unfassbar spannend. Denn der Vorgänger, der war halt richtig, ich sag's einfach mal ganz salopp, in die Fresse. Und hier, das ist mal wieder was ganz anderes, finde ich. Also, die DLCs kicken mich ehrlicherweise mehr als das Hauptspiel. Schiebt ganz schön über die Vorderachse das Ding. Und jetzt sind wir auch gleich bei der Schule. Ja, ich bin echt schon gespannt, was da ist, wo los ist, wenn schon in so einem Nachtclub schon so was war, hier unter dem Club im Kellerbereich. Was soll dann erst in so einer Schule sein? Potenzial für sehr viel Schindluder in so einer Schule. Achtung, und schmeiß dich wieder auf die Straße. Das gute alte Mafia-Thema. So, dann schauen wir mal, was jetzt in der Schule los ist. Naja gut, das war zu offensichtlich. Ja, da ist erstmal kein Eingang irgendwie. Seitlich ist immer eine Möglichkeit. Da komme ich nicht mal drüber. Oben drüber sehe ich jetzt auch keine Möglichkeit. Da schaut es doch ganz gut aus. Aha. Gefunden. Ah, das ist auch eine andere Art der Schule. Mit so einem kleinen Loch im Dach. Shit. Schon wieder dieser verdammte Qualm. Ja. Und wir fühlen uns gleich wieder so ein bisschen kurios. Hallo? Wo seid ihr? Aha. Ja. Die verdammten Drogen machen mir die Birne weich. Wir voll die Halos. Aber sowas von. Wie lange ist das schon hier? Erstmal ein Foto. Da ist was in ihrem Bauch. Also ganz kurios, was da hier abläuft, muss ich sagen. Zu dem von Anna muss das Symbol für den Segen sein. Ich glaube, ich habe genug. Wie ein Geschenk. Ah, okay. Eigentlich war das schon. Für ein Kind. Okay, wir haben genug. Das heißt, raus hier. So, jetzt würde ich aber sagen, bringen wir mal ein schnelles Auto. Ach, wir lassen den Nightcrawler mal wieder antanzen. Ich bin in Barclay. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Ja, genau. Erst nochmal schnell auf die Toilette. Klar, und am Ende des Tages hat sich nur eine Pizza bestellt oder sowas. Wo sind denn hier heutzutage die guten Manieren? Geh, steig mal aus, das ist mein Auto. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß, dass du schätzt.
So. Dann gehen wir hier mal weiter. Zum Wealthy Storage. Schauen, was da so geboten ist. Ja, mit dem Nightcrawler kann man auch ganz gut mal locker, easy peasy so eine Straßenlaterne wegfahren. Besonders das Spiel, wie gesagt, hier bei diesen Effekten, beim Regen finde ich es echt schön. Also es ist wirklich ein sehr schön anzusehendes Spiel auch. Und ich vergesse nie, als ich das Game das erste Mal Gamescom 2016 gesehen habe. Oder war es sogar, warte mal, 2015 war es das erste Mal auf der Gamescom, habe ich es gesehen. Damals noch als Video. Naja, als ob ich mir das... Vollkommen egal. Ah, oh, der hat aber gut getroffen, der Bengel. Und da hat mich das Game so unfassbar geflasht. Und ich dachte mir so... Was haben die denn gerade? Also die wollen mich gerade hier nicht da näher rankommen lassen, habe ich so das starke Gefühl. Hat mich auch ein bisschen was an Hitpoints gekostet. Mal schauen, ob ich da jetzt reinkomme oder ob es da gleich wieder so ein Begrüßungskomitee gibt. Aber schaut gut aus. So, mal schauen, ob in dem Lagerhaus auch wieder einiges an Drogen mit sich kommt. Das ist auf jeden Fall mal die ruhigste Möglichkeit in so ein Lagerhaus. Ja. Man nimmt keine normale Taschenlampe, weil das wäre nicht furchteinflößend genug. Man braucht so eine Schwarzlichtlampe. Also ich an der Stelle sei verraten, ich bin ein absoluter Schisser, was sowas angeht. Also so, ich schaue auch gar keine Horrorfilme, also gar keine. Ist nicht mein Geschmack, ist nicht mein Stil und da ist jetzt sowas nicht von Vorteil. Was Dunkles, was nur mit Schwarzlicht zu sehen ist. Aber ich kämpfe mich da einfach durch für euch. Finde ich nicht lustig. Ach Gott, jetzt geht auch noch die Lampe kaputt. Hallo Albtraum. Oder doch nicht? Sieht so aus, als ob hier erstmal nichts wäre. Also wegen mir kann es hier dieser Moment schneller rum sein, als es gewünscht ist wahrscheinlich. So, ich sehe jetzt erstmal nichts zu untersuchen. Hochkommen tue ich da nicht. Vielleicht dann darum. Diese Sounds machen es echt nicht besser. Ich weiß ja nicht, ob ihr dazu sowas steht, so, ich will jetzt nicht sagen Grusel, aber zu so gruseligeren Sachen. Oder ob ich da echt der Einzige bin, der da so, ja, ein bisschen Mädchen ist, bin. Aber dazu stehe ich vollkommen, dass ich da ein kleines Problem habe. Ach, wenigstens. Oh Gott. Hab mich schon gefreut, dass da heller ist.
Und dann falle ich runter. Ah, okay. Jetzt darf ich jetzt gleich wieder ballern. Na, das war mal was. Alle mit dem Wurfmesser mal erledigt. Keine einzige Patrone gebraucht dafür. Naja, dann untersuchen wir mal den armen Kerl. Wir sind in der Tonne, weil wir den Shit verpasst haben, um ihn hierher zu kriegen. Das gleiche Symbol wie bei Sammys Bar. Das Pack muss für die Leute stehen, die von ihnen geopfert werden. Oh. Ekelhaft. Ich glaube, den haben wir genug untersucht. Haben wir noch irgendwo was? Da ist noch was. Wie fesseln Sie, falls Sie zu sich kommen und sich wehren? So, das war's. Ein Apfel. Der ist aber interessant. Lass uns mal den Apfel untersuchen. Blut. Vermutlich vom Opfer. Unfassbar spannender Apfel. So. Eine Lampe. Wenn da jetzt auch sowas Intelligentes kommt wie Blut. Manche entzünden solche Kerzen, um den Geist der Toten zu leiten. In diesem Fall direkt zu Père Sanglant. Ja, ich kann das Lager schon verlassen. Aber ich untersuche jetzt da. Aha, da wird wieder das Thema mit diesem eigenen Blut. Okay, und da geht es um Anna. Also Anna scheint ein wichtiger Bestandteil zu sein. Und Geld nehme ich immer mit. Oh, es wird wieder dunkel. Ich freue mich. Ach Gott, jetzt kommen da die anderen. Als würde ich Gesellschaft kriegen. Naja, zum Panseln. Da komme ich noch ganz easy mit klar. Im Zweifel gibt es einfach einen Sniper-Angriff. Ach nee. Muss ich echt hier durch? Ach, ich freue mich so gar nicht hier drin zu kämpfen. Du begehst hier Hausfriedensbruch. Hier ist jemand. Ich kann es. Ronny hat gesagt, heute Nacht könnte es noch mehr Ärger geben. Wir brauchen ihn. Findet und tötet ihn. Ich sehe gar nichts. Schwester. Alles für den Segen. Ich sehe wirklich gar nichts. Ich muss hier mit der Minimap versuchen klarzukommen. Und die Schwarzlichtlampe, die geht leider nicht. Konziliere ist nicht verfügbar. Ja, super. Shit! Ich rette lieber meinen Arsch. Getroffen! Ich treffe ein Molotow! Feuer!
Nein! Er versucht uns abzufackeln! Naja, wenigstens ist jetzt endlich mal hell. Das verdammte Tier hat unseren Jungen umgebracht! Naja, was erwartest du? Ich rette lieber meinen Arsch! Komm rum, komm rum. Du bist... So, also ihr solltet mich langsam kennen, dass ich da ein bisschen was für jeden noch dabei habe. So, wisst ihr was? Wie er zu Boden geht, ey. Versuch doch mal fertig! Dass man eine Spritze gibt. An die Spritze hatte ich übrigens bis gerade nicht mehr gedacht, sonst hätte ich mir die früher schon gegeben. Ich finde es hier übrigens viel sympathischer, wenn es hier so hell ist. Viel sympathischer. Ja, und du bist noch nicht tot. Die wollte ich unbedingt noch mit der Hand fertig machen. So. Also ich glaube, da habe ich es jetzt aber mal gut aufgerieben. Würde mich jetzt noch wundern, wenn da draußen noch irgendjemand am Leben wäre. Lass mich dein Kind retten. Ich erinnere mich von, lass mich dein Sklave sein. So, Geld, 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 Geld. Munition, alles da. Und zack in mein Auto und weiter geht's. Natürlich mit Platten. Es bleibt nur noch das Hades anwesend. So, und damit bedanke ich mich recht herzlich für die diesmalige Aufmerksamkeit. Und jetzt bleibt nur noch das letzte Anwesen. Mal schauen, wie es da so wird. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.